Hallo Freunde der Herbstpflanzen. Ich war vorhin in meinem Lieblingsgartencenter hier in Erfurt und war geflasht von dem Herbstsortiment. Hab ganz viele Bilder gemacht, ich gehe ein bisschen das Herbstsortiment durch und spreche am Ende über diese Pflanze, weil ich hab mir auch was geholt und gekauft und ich bin auch davon begeistert. Das ist der Inhalt dieses Videos. Es geht wie immer los nach dem Intro. Floll. Das neue Herbstsortiment. So, dann gehen wir erstmal das Sortiment durch. Ich war wirklich begeistert. Wir kennen ja das Herbstsortiment. Das besteht aus so Klassikern, wie jetzt hier eingeblendet. Zum Beispiel die Alpenveilchen. Ganz schöne Farben. Rosane, weiße, lilane gab es da. Auch verschiedene Formen, wie jetzt so... Ja, die haben fast so glockenartige Blüten gehabt, da habe ich auch kurz überlegt, ob ich nicht zugreifen soll. 3,99 hätten die gekostet, ist ein vernünftiger Preis. Dann gibt es natürlich auch weitere Klassiker, ich muss kurz durchscrollen, wie jetzt diese ganzen Eriken, Kempner oder Kalunen oder dann auch Hornveilchen für 70 Cent, ist auch ein vernünftiger Preis. Mal kurz so dargestellt, das Sortiment. Oder auch andere Klassiker wie der Stacheldraht, Calocephalus, auch eine klassische Pflanze für 9,99. Aber dann gibt es natürlich auch noch weitere besondere Pflanzen, wie zum Beispiel so eine Chrysantheme in verschiedenen Farben, verschiedene Blütenformen. Dreifarbig in einem Topf, dann kräftige Farben, kalte Farben, gelbe Farben, gelb, da ist alles dabei. Und natürlich diese ganzen Begleitpflanzen, die wir jetzt zum Beispiel auch in ein Beet oder in die Grabbepflanzung hauen können, wie buntlaubige Heucherer. Ja, das war zum Beispiel auch dabei, auch ein ganz schöner Container gewesen. Und dann gibt es aber auch Pflanzen, die wirklich besonders waren und die rausgestochen haben. Als erstes bin ich hängen geblieben bei dem, das ist so eine japanische Skimmie in Kombination zum Beispiel mit so einem Carex, mit so einer Säcke. Von der Leuchtkraft dieser Beeren total beeindruckend gewesen, aber für mich auch ein bisschen teuer für 14,99 €. Da gab es auch noch eine andere für 24,99 €. Das ist auch so eine Skimmie mit total tollen Fruchtansätzen. Ich habe da auch geguckt, ob das wirklich eine Frucht ist oder ob das wieder irgendwie nur so reingebappt ist. Das sind tatsächlich echte Früchte gewesen. Das war sehr beeindruckend. Dann gibt es ein ganz, ganz tolles Sortiment aktuell, was mich sehr beeindruckt hat, an normalen Skimmien, Blütenskimmien für 3,99 €, jetzt so was in die Richtung grün geht oder dann halt in verschiedenen Farben, auch unterschiedlich in der Entwicklung, 6,99 € hierbei, auch eine ganz tolle Sortiment. Was ich ein bisschen weihnachtlich fand, sind so Ilex, da habe ich auch geguckt, auch da gibt es so ein paar Tricksereien, dass da diese Früchte einfach reingeklebt werden mit Heißkleber, aber das waren auch echte Früchte. Die haben 7,99 € gekostet, ist auch ganz schön gewesen. Dann hier nochmal ein Bild von diesen Skimmien, die komplett rotes, kräftiges, leuchtendes Fruchtwerk hatten. Total faszinierend. Ich finde aber eher, dass das so ein bisschen was Weihnachtliches hat. Es hat so ein bisschen was, ja, so Adventsflair habe ich den Eindruck gehabt. Hat zum Beispiel hier nur 16,99 € gekostet, in Anführungszeichen, das war mir auch zu teuer. Hier nochmal ein Bild von so den normalen Skimmien in größeren Kübeln. Dann wird das Herbstsortiment extrem erweitert mit zum Beispiel Korallenraute. Das habe ich mir genauer angeschaut. Faszinierende Blüte, fast so Kreuzblütler. Faszinierendes Laub, schöner Kontrast zwischen diesem Rosa und diesem fast limonengrünen Laub. Dann so eine Schopfmyrte, hat mir gar nichts gesagt, 9,99 €. Total faszinierend auch. Schön bronzefarbenes Laub, extrem faszinierend fand ich. Und dann natürlich, wo man sehr eh in die Richtung geht, ich habe auch das Gefühl,
so diese Strohblumen, Heligrüssum, die sind so ein bisschen nicht angekommen im Herbstsortiment. Da haben sie jetzt zum Beispiel so einen Lavendel-Silberfrost gehabt. Für 2,99 eine faszinierende Pflanze, ist schönes silbriges Laub und für einen fantastischen Preis wunderbar einzusetzen. Und dann natürlich diese ganzen Standardgräser, Säcken, Festuca, Blauschwingel und auch größere Gräser, die man jetzt hier im Hintergrund sieht, auch ideal einsetzbar im Herbst, aber das ist jetzt eher nichts Neues. Und da musste ich noch schmunzeln, es gab so mega fette Hippeastrum Ritterstern-Knollen für 12,99. Da hätte ich auch was zugeschlagen, aber das war mir dann am Ende auch zu teuer. Und ja, faszinierendes Herbstsortiment. Ist jetzt nicht nur mehr Hornveilchen, Chrysantheme, Alpenveilchen und Heucherer, sondern halt wirklich, es wird erstaunlich ergänzt. Dieser Trend gibt es ja auch schon länger, dass das Herbstsortiment um viele schöne Pflanzen auch für den Herbst ergänzt wird. Und da kann man sich wirklich toll was zusammenstellen, einfach fürs herbstliche Beet, für den herbstlichen Balkonkasten, für Grabbepflanzungen. Da kann man jetzt wirklich auch mittlerweile individuell im Herbst sein. Cyclamen odora. Und natürlich musste ich was mitnehmen. Es ist dieser Kandidat. Es ist eine Cyclamen odora, wie der Name vermuten lässt. Eine duftende Cyclamensorte. 2,99 gekostet. Und dieser Duft, er ist, wenn du rangehst mit der Nase, intensiv, sehr, sehr blumig, parfümiert fast vom Duft her und wunderbar einzusetzen. Es kommt jetzt hier auch neben meinem Schreibtisch hin. Sollte so eine Zyklame sollte immer einen eher kühleren Standort haben, so 18, 19 Grad, nicht unbedingt volle Zimmertemperatur. Der Standort sollte hell bis leicht sonnig sein, nie direkte Mittagssonne, das mag sie gar nicht, eben weil so eine Pflanze kühlere Temperaturen haben will, da hält sich einfach so eine Zyklame sehr viel länger. Dann will es gleichmäßig feucht gehalten werden, wenn es trocken fällt, hat es meistens dann auch schon so einen Schaden, so eine Zyklame. Ich würde Zyklame immer von unten gießen, weil dann auch keine Feuchtigkeit irgendwo in die Mitte der Pflanze reinkommt. Ansonsten bildet sich da auch schnell Botrytis und andere Pilzkrankheiten. Ich würde da einmal wöchentlich leicht gießen, immer von unten in so einen Untersetzer zum Beispiel rein. Und dann auch alle 14 Tage düngen. Und wichtig ist auch bei Zyklamen das Ausputzen, wenn man jetzt verblühte Blüten hat, wo die Blüte schon geworfen ist. Ich habe jetzt hier keine zu sehen, ja doch hier. Dann greift man das und versucht es möglichst weit unten, ohne irgendwas stehen zu haben, abzuknipseln, weil sich dann halt eben auch kein Botrytis und kein Grauschimmel und keine anderen Pilzkrankheiten bilden kann. So kann man die Zyklame ganz gut im Raum halten. Sie wird dann irgendwann einfach verblüht sein und dann kann man sie theoretisch weiter kultivieren. Ich kenne auch eine Zyklame, ich glaube, der hat Wolfgang geheißen. Ich glaube, ich habe schon mal in einem Video darüber berichtet, über Wolfgang. Auch eine fantastische Pflanze, die kann man mehrere Jahre kultivieren. Im Sommer halt rauspacken auf dem Balkon. Im Sommer ziehen meistens so Zyklamen auch ein, weil die Pflanzen kommen so aus Vorderasien, wo es einfach sehr trocken ist im Sommer. Und eben dann halt auch einziehen im Sommer bei Trockenheit und Hitze und die treiben dann eigentlich zuverlässig wieder im Herbst aus. Jedoch werden sie wahrscheinlich nie so schön sein wie in der Gärtnerei, wo sie halt unter optimalen Bedingungen gewachsen sind. Das muss man dazu sagen. Ja, ich finde Zyklamen generell schön. Es hat ja immer so einen schönen Kontrast. Ich kann es auch nochmal kurz zeigen. Zwischen Laub und Blüte. Ist jetzt so eine lilafarbene, so eine purpurfarbene. Gibt es auch fantastische Blütenfarben und Blattformen, Blattfarben. Und es ist einfach ein Hingucker. Es ist was Schönes. Und wenn es jetzt auch schon gute Etablierte gibt, die gut duften, dann ist es halt einfach nur ein Bonus. Ich bin damit zufrieden und das soll auch der Inhalt des Videos gewesen sein.
Jojojo, und das war der Inhalt dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche geht's um Schnäppchen. Ich habe noch was anderes bei Zimmermann geholt. Seid gespannt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst ein Like da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat. Macht es gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Tschüssi.